Herzlich willkommen im Studio vom Quizduell, Ole. Wow. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ganz am Anfang nochmal der Hinweis, wenn Sie mitspielen wollen, mitgewinnen wollen, auf jeden Fall die ARD-Quiz-App runterladen. Sie können jederzeit einsteigen und können damit auch jederzeit mitgewinnen. Sie gewinnen immer dann, wenn unser Quiz-Olymp gewinnt. Aber heute wird es für die da oben nicht sehr leicht. Denn eingeladen sind zwei Schauspieler in dieser Konstellation zum ersten Mal bei uns. Hier sind die Schauspieler Christine Neubauer und Jörn Schlindvogt. Hallo. Ja, die gucken so brav. Denen geht berechtigterweise ein bisschen der Stift, weil ihnen gegenüber da sitzt die Quiz-Intelligenz Deutschlands, unser Quiz-Olymp. Marie-Louise Fink. In der Mitte Professor Dr. Eckhard Freise. Und der immer leicht schelmisch hereinschauende Thorsten Zirkel. Ich frage jetzt einfach, ich fange mal mit euch da oben an. Marie, hast du GZSZ, guckst du das oder hast du geguckt oder... In meiner Kindheit ein paar Mal reingeschaltet, ja. Wie lange läuft das GZSZ eigentlich schon? Fast 26 Jahre. Boah! Ja. Und wie lange bist du dabei? Fast 14. Also ganz unschuldig, haben sie mich aus der Schule, fast Kindergarten, muss man sagen, rausgenommen und gesagt, ab heute spürt sie den Dr. Philipp Höfer. Ja. Weil der so früh schon Doktor zu sein, ist ja auch toll. Ja. Ja. Und so einfach. Kannst du dir vorstellen, 14 Jahre eine Serienrolle zu spielen? Nein, ich bin ja ganz knapp damals, dann wäre mein Weg anders verlaufen, an der Lindenstraße vorbeigeschrammt. Echt? Das wusste ich nicht. Ja, ganz knapp. Und wenn das geklappt hätte damals, dann wäre ich wahrscheinlich heute noch bei der Lindenstraße, also ein ganzes Leben lang. Wir wollen spielen, wir fangen mit euch erstmal an. Es geht ja darum, wie viel Geld geht es denn heute? Wir spielen Quizfire. Im Quizfire, Sie wissen es, euch sage ich es nochmal, geht es darum, 90 Sekunden lang offene Fragen zu beantworten. Es geht im Ping-Pong-System hin und her. Los geht's, sobald ich lese. Welcher Begriff steht sowohl für ein Geldinstitut als auch für eine Sitzgelegenheit? Bank. Ja, wie viele Käsesorten befinden sich dem Namen nach auf einer Pizza Quattro Formaggi? 4. Ja, den 2017 veröffentlichten Bestseller Im Wald schrieb Krimi-Autorin Nele... Ich stehe im Wald. Neuhaus, gut. Neuhaus. Eines der 7 Weltwunder der Antike war der Koloss von? Weiter. Rhodos. In welchem Bundesland regiert seit 2016 eine sogenannte Kiwi-Koalition? Ja, Mensch. Oder weiter? Weiter. Baden-Württemberg. Zum Moderatorenteam der Tagesthemen gehört Karen... Weiter. Mioska, welches Tier verführt Eva im ersten Buch Moses dazu, vom verbotenen Baum zu essen? Die Schlange. Jawohl. Für welche Grundrechenart steht ein Doppelpunkt mit Mittenstrich? Geteilt. Jawohl. Die Costa Brava liegt an welchem Meer? Mittelmeer. Jawohl. Für welche Nation war Leichtathletik-Superstar Usain Bolt erfolgreich? Amerika. Nein, Jamaika. 10 Tage vor Silvester beginnt astronomisch gesehen welche Jahreszeit? Winter? Jawohl. Wie heißt die Hauptstadt Aserbaidschans? Weiter. Baku. Im Wein liegt die Wahrheit, sagt der lateinische Satz in vino. Veritas. Jawohl. Welche Abkürzung steht für das bayerische Rote Kreuz? Ja. DRK. Fast. BRK. Bayerische Rote Kreuz. B. Hab ich doch gesagt. 7.000 Euro, 7 richtige ist okay. Darum geht es heute. Entweder 10, die mit der App mitspielen, kriegen nachher 700 Euro überwiesen. Oder aber ihr kriegt es für einen guten Zweck. Wir fangen einfach mal an. Hier kommen die ersten 3 Kategorien. Und zwar Sport und Freizeit, Musik und Hits und Wunder der Technik. Das ging ganz schnell. Alle haben sich, alle 3, entschieden für Sport und Freizeit. Das heißt für euch, ihr müsst euch nur aussuchen, gegen wen ihr spielen wollt. Ihn also zieht's natürlich zu der charmanten Frau hin. Ja, das ist ja logisch. Ja. Ich lasse ihm dann mal den Vortritt. Ja. Gut. Und sag, wir nehmen. Wir entscheiden uns für die Marie. Marie. Wieso nimmst du Sport und Freizeit? Was ist los mit dir? Wolltest du noch was anderes machen? Ich mag Sport und Freizeit habe ich manchmal auch. Das wissen die wenigsten, das haben wir noch gar nicht oft erwähnt. Sie ist sehr sportlich. Aktuell ist sie die Mannschaftskapitänin einer Rugby-Mannschaft. Ja. Welche Position spielst du?
Ich spiele Scrum Half, also auf Deutsch Gedrängehalbe. Das ist sozusagen der Spielmacher. Wir hätten uns vor der Sendung mehr unterhalten müssen. Aber ganz kurz noch, was hast du vorher für Sportarten gemacht? Ich habe viel Kampfsport gemacht, viele Jahre Judo, aber auch Karate und Stockkampf. Welcher Gürtel? In Judo, braun. Oh. Wir fangen einfach mal an. Marie muss zuerst antworten. Erste Frage, Sport und Freizeit, lautet heute Abend. Wenn ein Segler seinen Yachthafen ansteuert, dann fährt er zur Miriam, Marianne, Marina oder Magdalena. Drücken. Wir fangen mal ganz einfach an. Ihr seid dran. Ja, ja, wir haben uns schon entschieden. Habt genau. Dürft ihr gleich machen. Aber, ja. Yacht- oder Motorboothafen, Marina gemeinhin, das wusste natürlich Marie, das wusste natürlich ihr, damit hat jeder einen Punkt. So schön ist das. Frage 2 lautet, welche traditionelle Sportveranstaltung wurde im 18. Jahrhundert von Queen Anne ins Leben gerufen? Ryder Cup, Pferderennen in Ascot, Highland Games oder Tennisturnier in Wimbledon? Das ist schon schwerer. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich hätte eine... Queen Anne, ich weiß nicht mal was. Ja. Ja. Ich hätte eine Tendenz, also eine geratene Tendenz. Wie ist denn deine Tendenz? Ich hätte Pferderennen. Ja, dann... Komm, wir ziehen durch. Gut, Pferderennen. Das ist das, was Marie auch genommen hat. Das ist schon mal beruhigend. Oh, das ist schon mal gut. Dann stimmt es wohl. Ja. Warum hast du das genommen? Weil du es weißt oder weil du es glaubst zu wissen oder weil du dich gestern Abend mit Thorsten darüber unterhalten hast? nein, ich habe das per Ausschlussprinzip hab ich das genommen. Haben wir so auch gemacht. Ja, wir auch. Also, wir machen es mal ganz kurz. Es fand das am 11. August 1711 das erste Pferderennen in Ascot statt und auf Initiative von Anne. Das ist völlig richtig. Jawohl. 2-2. Letzte Frage aus dieser Kategorie. Zunächst wie immer für Marie. Was wurde 2017 in der Tischtennis-Bundesliga eingeführt, um die Spiele für das Publikum attraktiver zu gestalten? Tischtennis. 2 Punkte für tolle Ballwechsel, Einsatz von Ballkindern, Satzende mit dem 7. Punkt oder gemischtes Doppel? Ich würde. Ja, wir müssen uns noch kurz austauschen. Ihr müsst erstmal, also muss ich es genießen. Wir müssen das sacken lassen. Ja, ich will euch aber, ich freue mich, wenn ich hier stehe, was weiß und wenn dann einer aus dem Olymp falsch antwortet. Das ist so. Also, was ich persönlich ausschließen würde, ohne dich zu beeinflussen, 2 Punkte für tolle Ballwechsel. Halte ich persönlich für Schwachsinn. Was attraktiv ist für mich, vielleicht rein optisch, wäre ein gemischtes Doppel. Sind wir auch ein gemischtes Doppel. Ja. Und deswegen? Aha. Deswegen. Raten wir Lockendes ein. Gut. So, jetzt habe ich einen ganz, ganz schlimmen dramaturgischen Fehler gemacht. Ich habe nämlich euch schon gesagt, dass Marie falsch geantwortet hat. Aber wir wissen ja nicht, was sie geantwortet hat. Das hast Nein, du nicht gesagt. Aber das gehört ja zur Auflösung dazu. Marie hat nämlich genommen, gemischtes Doppel. Das ist super so. Hauptsache, beide falsch. Pass mal auf, das Ganze zu beschleunigen, hat man tatsächlich irgendwann Ballkinder eingesetzt, um das Spiel zu beschleunigen. Also, richtiges Einsatz von Ballkindern. Das hat keiner von Ihnen gewusst, das wusste nur ich. Ja. Moment. Das heißt, 2-2, gut gespielt von euch. Ich hätte 3 richtig, aber das lassen wir. Wir spielen die nächste Ein einmalig schönes Erlebnis. Es ist so, ich genieße das. Echt. Ja. Ihr wählt jetzt bitte die Kategorie aus, die ihr gerne spielen wollt, aber auch überlegt euch, was könnte möglicherweise Marie nicht so gut? Die 80er, Adel und Medien und Unterhaltung. Große Überraschung. Wir haben uns für Medien und Unterhaltung entschieden. Ja, ich danke euch sehr, dass mir die 80er erspart bleiben. Ja. Gut. Medien und Unterhaltung.
Wo war die britische Premierministerin Theresa May 2017 zu sehen? Bei einer Modenschau von Armani, in einem Musikvideo von Ed Sheeran, im Star Wars Film oder auf dem Cover der US Vogue? Hast du das Gefühl, er würde tatsächlich Theresa May, also Ed Sheeran, in seinem Musikvideo mitspielen lassen? Das glaube ich nicht. Vielleicht ist es tatsächlich Cover der US-Vogue. Also wenn es am abartigsten ist, dann wäre es ein Star Wars Film. Aber ich glaube, sie war... 10 Sekunden laufen jetzt. Cover der US-Vogue oder sie war in der Modenschau, in der Front Row von... Ihr habt noch 4 Sekunden. Ah. 3 Sekunden. 2 Sekunden. Jetzt schon. Jetzt. Armani. Jetzt. Armani. So, Modenschau von Armani habt ihr gesagt. Und Modenschau von Armani hat auch Marie gesagt. Ich meine ganz ehrlich, habt ihr dieses Video von Ed Sheeran noch vor Augen, wo sich diese Dame in den Bettlaken im Schnee wälzt? Perfekt, ja. So, ja. Das, ist das war nicht Theresa May. Ja. Die Vermutung lag nahe, wir haben uns dann doch umentschieden. Ja. Nein, aber sie hat etwas geschafft, was tatsächlich noch nie eine Premierministerin, ich meine auch ganz ehrlich, wer war Premierministerin vor Theresa May, also als Frau? Das war Maggie Thatcher. Also das kann man sich kaum vorstellen, dass die auf dem US-Vogue-Cover. Nein, ist die auf dem Cover. Sie hat es aber geschafft. Sie war auf dem Cover der US-Vogue. Das war das Bauchgefühl. Ja, das hat es ist immer Bauchgefühl. So, kein Punkt für euch. Es bleibt immer noch beim 2:2. Zweite Frage, Medien und Unterhaltung. Was konnten Sportjournalisten am 1. September 2016 über die deutsche Fußballnationalmannschaft vermelden? Bester Torschütze, rechter Verteidiger, jüngster Debütant oder neuer Kapitän? Bitte, ihr seid dran. Oh. Ach, Löw ernannte Manuel Neuer zum neuen Kapitän. Neuer Kapitän. Habt ihr gewusst? Hat Marie gewusst? Jawohl. Okay. Das ist richtig. 3:3 steht es. Letzte Frage. Medien und Unterhaltung lautet: Was trifft auf die kanadische Sängerin Celine Dion und die US-Schauspielerin Sarah Jessica Parker zu? Beide Mutter von Zwillingen, gleiches Geburtsdatum, Tochter eines Schriftstellers oder in Quebec geboren? Oh, Marie ist so schnell. Also Celine Dion war die Sarah Jessica Parker, die hat Kinder, aber sind das Zwillinge? Tja. Oder sind die gleich alt? Die sind beide in Quebec geboren. Also dann sagen wir jetzt Bauch. Und dann sagen wir Bauch. Also das war der Bauch. Okay, so Marie meint Mutter von Zwilling. Das ist schon mal schlecht. Ja, also ich glaube, dass Celine Dion älter ist als Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker ist jedenfalls definitiv nicht in Quebec geboren, weil sie keinen frankophonen Hintergrund hat. Also habe ich geschwankt zwischen Mutter von Zwillingen und Tochter eines Schriftstellers. Mhm. Und da ich bei Mutter von Zwillingen sicher wusste, dass Sarah Jessica Parker Zwillinge hat, habe ich mich dafür entschieden. Alles, was du gesagt hast, ist richtig, mit einer Ausnahme. Sie sind gleich alt. Nicht das, aber Celine Dion ist jünger als Sarah Jessica Parker. Zwar nur 3 Jahre, aber immerhin. Aber sonst war alles richtig und das mit den Zwillingen stimmt auch. Das heißt, Quebec, in Nelsonville ist Parker geboren und Dion in Quebec. Aber kein schlechtes Ergebnis, ein Pünktchen nur weniger als der Olymp nach 2 Runden. Alles gut. So, pass auf. 3 Kategorien und 2 Herren im Olymp noch, die jetzt wählen dürfen. Und dann dürft ihr wählen, gegen welchen Herren ihr spielen wollt. Und zwar die Kategorien Körper und Geist, Rund um die Welt und Kunst und Kultur. Das ging ganz schnell. Thorsten hat sich sofort entschieden. Eckart hat sich auch entschieden. Eckart nimmt Kunst und Kultur. Und Thorsten nimmt Rund um die Welt. Ach, Rund um die Welt würde ich sofort sagen, weil Kunst und Kultur, ich vermute da so einen Hintergrund bei Herrn Professor Dr. Doktor. Oh, nicht doch. Reise, großes F, kleine Reise, Rund um die Welt. Da ist nur aber Rund um die Welt, Erdkunde, also ja, ist ganz schwierig. Das ist da,
Jetzt überlasse ich dir die Entscheidung. Also wir haben eine leichte Tendenz und wählen Kunst und Kultur. Kunst und Kultur, eine viel zu selten genommene Kategorie. Wunderschön, wie ihr an dieser Frage schon seht. Die erste Frage lautet, mit welchem Theaterstück wurde der Autor Peter Handke 1966 schlagartig berühmt? Mit Zuschauerverarschung, mit Volksveräppelung, mit Besucherverhöhnung oder mit Publikumsbeschimpfung? Wir hatten beide die gleiche Tendenz zu Volksveräppelung. Das fanden wir irgendwie vom Titel noch netter. Ja? Ja. Mhm. Aber wissen... Pass auf, wir fragen bei Eckhard Freise nach, der sich sofort entschieden hat und uns dazu was sagen wird. Bitte schön. Also ich weiß das so genau nicht, aber ich weiß, dass es damals noch en vogue war, man denkt an Thomas Bernhard, sein Publikum zu beschimpfen. Und nein? Doch, hat Handke auch fertig gekriegt. Ja, ich habe doch gar nicht, nur weil ich mal nichts sage, heißt das ja nicht nein. Du hast so kritisch geguckt. Ich bin ein sensibler Kandidat. Also das ich hatte es kurz vergessen. Gut, 8. Juni 1966 war die Premiere in Frankfurt. Es war wirklich ein großer Aufreger, ein Skandal damals. Ja. Es gab sogar im Publikum Reaktionen bis hin zu Schlägereien. So ist es. Weil tatsächlich da jemand auf der Bühne stand, der sehr provokativ und das Publikum beschimpfte. Ja, so kann man sagen, beschimpfte. Und deshalb ist richtig Publikumsbeschimpfung. Einer der drei Vornamen des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser war Wolkennacht, Regentag, Schneestaub oder Hagelschlag? Und was sagst du? Also ich würde leider wieder von meinem Bauch die Wolkennacht nehmen, weil die einfach schön ist. Was sagt denn der Bauch von Jörn? Ich hätte jetzt Regentag gesagt. Nein, das ist so trist. Also wenn ein Kind auf die Welt kommt und ich habe jetzt gerade 10 Regentage hinter mir. Also das ist, ich würde doch nie... Aber ich vertraue natürlich Ihrem Bauchgefühl. So, und jetzt möchte ich nicht in eure Haut stecken. Ihr müsst euch nämlich entscheiden zwischen 4 Antworten und habt dafür 10 Sekunden, die jetzt laufen. Ja, dann hat der Hagelschlag genommen. Kannst eine Münze werfen. Eins ist Wolkennacht. Noch 2 Sekunden, jetzt entscheide! Mach mal Wolkennacht. Macht Wolkennacht. Aber das ist es nicht. Wolkennacht. Das ist das, was Eckhard Freise auch genommen hat. Wolkennacht. Ha. Bauchgefühl ist Intuition. Und Intuition ist herabgesunkenes Wissen. Es kann zwar was verloren gehen dabei. Intuition ist herabgesunkenes Wissen? Natürlich. Das muss ich mir merken. Boah, Hammer. Also von hier oben Richtung dünnen Darm, nicht? Hundertwasser, der offiziell als Friedrich Stohwasser in Wien geboren wurde, nannte sich selber um und zwar als Friedensreich Regentag Dunkelbund Hundertwasser. Also Regentag ist richtig. Ich wusste es. Du wusstest es. Ich wusste es von Anfang an. Ja. Kunst und Kultur, die letzte Frage lautet, was wurde 2017 im New Yorker Guggenheim Museum ausgestellt und stand dem Besucher zur freien Verfügung? Eine Snackbar mit Insektengerichten, ein Rennwagen von Jackie Stewart, ein Wasserspender mit Champagner oder eine Toilette aus Gold? 2017. Das Guggenheim Museum ist ja dafür bekannt, dass sie auch manchmal polarisieren und auch mal was ausstellen, was ungewöhnlich ist. Ich hätte jetzt tatsächlich auf den Rennwagen getippt von Jackie Stewart. Ich finde Wasserspender mit Champagner Quatsch. Snackbar mit Insektengerichten, Toilette aus Gold, ja, vielleicht. Warum stellt man sich da die Frage? Ich glaube, es ist eher was Besonderes. Ja, und stand dem Besucher zur freien Verfügung.
Was heißt es mit dem Rennwagen? Okay, zum Reinsitzen, dass er nicht zur freien Verfügung. Also ich meine, der kann ja nicht aus dem Museum mit dem Rennwagen da wegfahren. Da hast du vollkommen recht. Eine Toilette kann man benutzen. Die Toilette aus Gold lächelt mich an. Ich denke, es sind 10 Sekunden laufen. Die Insekten. Toilette aus Gold lächelt mich an oder die Insekten. Die Toilette oder Insekten. Toilette oder ja, entscheidet euch. Was? Noch 2 Sekunden. Nein! Jetzt hat er die Toilette gedrückt. Ich habe Regentag gesagt. Ja, okay, gut. Ich hatte ein Gut. Der Olymp sagt in Form von Eckhard Freise, Snackbar mit Insektengericht. Ah. Aber, bitte. Ja, aber wir, das hat ja noch nichts zu sagen. Man kann gar nicht so schlecht raten, wie einem davon werden könnte, nicht? Und also, wenn ich mir so vorstelle, als Zeus so an der Kakerlake zu knabbern. Ich bin sicher, dass sowohl Marie als Thorsten das möglicherweise in den Medien verfolgt haben. Wir haben noch darüber geredet heute Nacht. Ihr wisst beide. Meine Intuition verweigert die Aussage. Nee. Was ist denn da los heute? Ich meine, ich hätte ein Bild von diesem Wasserspender gesehen, aber. Ein Bild von dem Wasserspender, gut. Was meinst du gesehen zu haben? Wie gesagt, meine Intuition ist gar raus. Ist raus hier an der Stelle, ja. Toll. Das finde ich, das ist so schön heute. Ja. Es ist ein Kunstwerk eines italienischen Künstlers, was er wirklich allen zur Verfügung gestellt hat. Allerdings durfte man es in dieser Form zwar aufsuchen und auch benutzen, aber man durfte nicht etwa die Brille oder ähnliches hochheben, sondern man musste es genauso nehmen. Und über 100.000 Besucher haben darauf Platz genommen, auf der goldenen Toilette. Ah! So sah der Thron aus. Viele sagen von den Zuschauern, wieso, ist ganz normal, habe ich zu Hause auch. Ja, aber das ist wirklich Gold, 18-karätiges Gold. Also das lehne ich ab, nicht? Also das ist ja Dekadenz. Ja. Es steht 4-5, nur ein Pünktchen Unterschied. Und jetzt kommen wieder 3 Kategorien zur Auswahl. Und ihr bitte entscheidet, was ihr spielen wollt. Mode, TV-Serien und Zeugen der Zeit. Gegen Professor Eckhard Freise. Ich bin in jeder Kategorie schlecht. Ich kann alle Fragen von GZSZ beantworten. Aber alles, was zählt, hört schon auf. Zeugen der Zeit ist Geschichte. Eckhard ist Geschichtsprofessor. Das also nehmen wir schon schwierig. Mal mit Sicherheit nicht. Das wäre ungünstig, Option, oder? Option, aber lass uns mal Mode nehmen. Ich habe da so ein Gefühl. Jetzt entscheiden, Mode. Das Gefühl besagt, dass die meisten Kandidaten, die gegen mich so eine Kategorie spielen, immer Mode nehmen. Ja. Wirklich so unmodisch. Und immer verlieren. Und immer verlieren, weil er da Spezialist ist. Ich Mode, bin kein Spezialist. Das ist mittlerweile sein Spezialgebiet. Er liest wirklich also die Vogue vorwärts und rückwärts. Du sollst nicht lügen, schon gar nicht im Fernsehen. Das ist doch unglaublich. Okay, erste Frage. Wer sich bei einem Shopping-Trip in London Wellies kauft, ist nun stolzer Besitzer neuer Sandalen, Lackschuhe, Gummistiefel oder Stilettos, Eckhard? Oh. Dr. Regentag und Dr. von Goldtoilette haben entschieden. Genau. Gummistiefel. Ja. Was Wellington. Braucht man in als London Wellington am meisten? Boots bekannt. Wellington. Ja, als Uralt. Wellington Boots. Das sind in allen Farben, Arten, wie auch immer geartete, sehr modische Gummistiefel. Beide haben es gewusst. Eckhard hat es auch genommen. Das heißt, Punkt für beide. Duke of Wellington, übrigens der Namensgeber, weil der Gummistiefel immer trug. Und deshalb seit dem 19. Jahrhundert weiß man das. Nächste Frage, Mode, lautet, bei japanischen Frauen galt es bis ins 19. Jahrhundert als Schönheitsideal, sich die Zähne zu schwärzen, den Kopf kahl zu scheren, Augenringe zu schminken oder einen Bart wachsen zu lassen. So, ich bin gespannt, ich kenne Eckharts Schönheitsideale nicht, aber... Ich habe eine Tendenz. Also, ich... Kopf oder Augenringe schminken. Jetzt. Oder Bart? Nee, ich glaube, Augenringe zu schminken oder den Kopf kahl zu scheren, das wäre zu einfach. Ich tendiere zu die Zähne schwarz
schwarz zu färben. Aber hast du schon mal so Bilder, so alte gesehen von denen? Mein herabgesunkenes Wissen. Sind das die Bilder oder dass die Bilder schon so schwarz sind? Oder, 10 Sekunden die Zähne? Ab jetzt. Ja, die anderen kauen ja auch so irgendwas mit Betelnuss oder so. Noch 5 Sekunden. Wir machen sowas Abartiges und sagen die Zähne. Die Zähne zu schwärzen, sagen unsere Kandidaten. Eckhard Freise sagt, den Kopf kahl zu scheren. Thorsten? Ich traue mich ja schon fast. Ohne deinen Anwalt sagst du gar nicht. Genau, richtig. Ich, ja, die haben ja sehr helle Gesichter gehabt, vielleicht so im Kontrast, so die schwarzen Zähne. Hm. Ohaguro, so nannte sich das. Ach, ja. Die Männer haben es auch gemacht, aber dann wurde es verboten und den Frauen tatsächlich auch. Sie hatten gedacht, dass es schön wäre, wenn man sich die Zähne schwarz färbt. Jawohl! Worum geht es beim Balayage oder Painting genannten Trend? Um farbige Kontaktlinsen, künstliche Nägel, gefärbte Haarsträhnen oder künstliche bunte Wimpern, Eckart? Noch 2 Sekunden. Habe ich schon wieder daneben gelegt. Ich finde das nur so schön, dass Mode ist einfach, das wird deine neue Lieblingskategorie. Noch nicht. Kann ich sie wieder auslocken, weil ich wäre da gewesen. Wir wollten noch, das Bauchgefühl hat mich eher so zu den künstlichen bunten Wimpern. Ihr habt es ja jetzt auch genommen. Ja. So, ich war wieder zu schnell. Der Eckhard Freise hat es auch genommen. Ja. Aber das was hättest du denn genommen? Also ich war zwischen den Wimpern und ich war aber auch bei den farbigen Kontaktlinsen. Gut, aber nicht so viel mit Painting eigentlich. Aber Painting... Liebe Marie, du weißt es. Ja, es ist eine Haarfärbetechnik, bei der so nur so reingeworfen wird sozusagen, dass man so oben einen dunklen Ansatz hat und unten wird es dann immer heller. Trage ich auch sehr gerne. Thorsten, möchtest du dazu jetzt noch mal was sagen? Das ist richtig. Hast du das gewusst? Ich hätte ehrlich gesagt zwischen Nägeln und Haaren geschwankt, was ich angenommen hätte. Gut. Also die Einzige, die es hier gewusst hätte und richtig gemacht hätte, wäre Marie, weil es ist tatsächlich diese gefärbten Haarsträhnen, wo einfach mit dem Kamm das so reingeklatscht wird. Jawohl! Damit 6-6. Gut gespielt! Einen Olympioniken habt ihr noch vor der Brust. Das ist nämlich Thorsten. Und mal gucken, was Thorsten jetzt für Kategorien bekommt, welche er sich aussuchen darf. Deutschland, draußen im Grünen und Kinofilme. Warte, nimm nichts. Du nimmst garantiert Deutschland. Und das finde ich total feige. So? Was nimmst du? So? Thorsten, was ist so? Jetzt bist du kiebig. Jetzt wird er nimmt Kinofilme. Ja. Ui. Ja. Was ist denn mit dir los? Hast gedacht, gut, Kinofilme. Du, wieso machst du so, Christine? Schauspieler kann man nicht zu Kino gehen. Nein. Nein? Was war der letzte Film, den du im Kino gesehen hast? Eben, ganz lange keinen. Wir spielen Kinofilme. Zunächst darf wie immer Thorsten antworten. Chim Chim Cheri ist einer der bekanntesten Songs aus Der Zauberer von Oz, Mary Poppins, West Side Story oder My Fair Lady. Wir machen schnell. Mary Poppins habt ihr genommen, Mary Poppins hast du genommen, Mary Poppins ist richtig. Hey. Jawohl. Das hätte ich auch gewusst. Gab auch einen Oscar für die beste Originalmusik, aber schön, dass ihr das alle gewusst habt. Ja. Zweite Frage, Kinofilme, lautet, was trifft auf den preisgekrönten Film Das weiße Band aus dem Jahre 2009 zu? Es gibt nur 2 Schauspieler, es ist ein Stummfilm, es ist ein Schwarz-Weiß-Film oder die Handlung wird in Echtzeit erzählt. Los geht's. Wow. Wow. Hey, wir haben Lauf. Das ist ja ein Battle, es läuft hier. Hey. Beide sagen Schwarz-Weiß-Film. Möchtet ihr dazu noch was sagen? Nein. Ist richtig. Ich hab's gewusst. Ja, sehr gut. Eine deutsche Kindergeschichte, so der Untertitel. Michael Haneke, der Regisseur. Möchtest du auch noch was sagen?
nominiert für einen Oscar als bester fremdsprachiger Film. Ja. Möchte aus dem Publikum noch jemand was sagen? Auf jeden Fall, Punkt gibt es für beide. Er steht 8-8. Das ist die letzte Frage. Kinofilme. Wer spielte als Teenager im Film Der Pferdeflüsterer die Rolle der Grace? Scarlett Johansson, Natalie Portman, Lindsay Lohan oder Katie Holmes? Ach, das reagiert die Technik echt nicht, reagiert nicht auf uns. Das sind nicht meine Ihr seid aber noch gar nicht dran. Ach so. Jetzt dürft ihr. Beide nehmen Scarlett Johansson. Wir haben recht. Wir gucken uns mal ein Foto an. Ja. Oh. Da war sie aber jung. Oh, Scarlett Johansson. Es ist richtig, jawohl. Ist das dein Typ? Ehrlich gesagt, ja. Ja? Wir haben ein perfektes Spiel in dieser Runde von beiden. Alles richtig gewusst. 9-9 steht es. Und ihr habt jetzt die tolle Aufgabe, euch eine Kategorie auszuwählen, von der ihr glaubt, dass ihr es wisst und von der ihr auch glaubt, dass er es nicht weiß. Wir haben Bücher und Wörter, Essen und Trinken und aus dem Leben. Aus dem Leben? Ja. Ja, aus dem Leben. Aus dem prallen Leben. Ja. Gut. Lebenspraxis. Ja. Der Pearl-Index berechnet die Sicherheit wovon, lieber Thorsten? Von Kindersitzen, von Schwimmwesten, von Elektrogeräten oder von Verhütungsmethoden? Oh. Von Verhütungsmethoden. Ja, ihr seid dran. Ich hab. Was gibt es dazu zu sagen noch? Thorsten, wollen wir über Verhütung sprechen? Keine Idee. Lass mal. Du hast dich aber für Verhütungsmethoden entschieden. Ja, was die richtige Lösung ist. Was ist denn das für ein Index? Wie funktioniert das? Also, ich glaube, je höher der Index, desto besser das Verhütungsmittel. So. Falsch. Anders, danke, das ist andersrum. Ja. Je niedriger, desto besser. Und zwar geht es die immer Zahl darum, gibt den Prozentsatz an, wo der passieren könnte. Genau, und zwar wird immer geguckt, wie viele Frauen, also wie viele von 100 Frauen sind mit dieser Methode schwanger geworden. Verhütungsmethode habt ihr beide genommen, ist richtig, 10-10. Benannt nach dem Biologen Raymond Pearl. Die zweite Frage aus dem Leben. Um Besteck oder Schmuck aus Silber ganz einfach wieder zum Glänzen zu bringen, benötigt man heißes Wasser und Backpapier und Pfeffer, Frischhaltefolie und Zucker, Alufolie und Salz oder Butterbrotpapier und Kaffeepulver. Mhm. Ah, das sind diese praktischen Dinge, an denen man dann scheitert. Wenn man es nicht genau versucht herzuleiten. Okay. Was meint ihr? Ja, wir sind gerade noch in der Findungsphase. Einfach wieder zum. Ich hätte jetzt Alufolie und Salz, metallisch, das könnte reagieren. Das, nee, Pfeffer und ich. Entweder Zucker, Zucker oder. Aber ich glaube eher, dass Kaffee. Alufolie reagiert mit Salz. Das ist irgendwas Chemisches. 10 Sekunden, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Lass uns Alufolie und Salz nehmen. Thorsten, ja. Hast du Schmuck aus Silber? Nee. Hast du überhaupt Silber? Nee. Aha. Du hast nämlich Butterbrot, Papier und Kaffeepulver genommen. Wolltest du das runterrubbeln oder was hast du da? Meistens ist es ja das Absurdeste bei diesen Fragen. Das war jetzt knallhart der Gedanke, mehr nicht. Das, was Jörn gesagt hat, klingt eigentlich doch relativ gut. Da reagiert etwas miteinander. Alufolie und Salz, heißes Wasser, Silber auf die Alufolie. Das Silbersulfid wird so wieder zu Silber und Silber wird in kürzester Zeit wieder strahlend glänzend. Das ist richtig, ihr führt! Ha. Ich weiß ja doch was. Ja, ja. Aus dem prallen Leben. Die letzte Frage. Wenn man
im Dachschild eines Taxis rot blinkende Lichter zu sehen sind, dann hat der Fahrer die letzte Fahrt vorm Feierabend einen Staatsgast an Bord, den stillen Alarm ausgelöst oder eine Freifahrt im Angebot. Thorsten. Ich mach noch nicht, weil wir dürfen noch nicht drücken. Ihr sagt, den stillen Alarm ausgelöst. Das ist das Erste tatsächlich, was ich in dieser Sendung weiß. Ja. Ja, Quattro konnte ich auch noch so herleiten. Nee, das war alles schon, mit Silber war doch eben auch alles gut. Ja, das war so ein bisschen logisch gedacht. Nur macht euch mal nicht kleiner, ihr führt gegen den Olymp. So, ihr habt also genommen den stillen Alarm ausgelöst. Das ist das, was Thorsten auch genommen hat. Damit geht ihr auf jeden Fall schon mal führend ins Finale. Hey! Immer mehr Taxen in Deutschland sind mit dem stillen Alarm ausgestattet. Wir haben rund 60.000 Taxen in Deutschland. Und tatsächlich ist es so, einen stillen Alarm kann man auslösen als Taxifahrer, wenn man das Gefühl hat, da ist irgendwas nicht ganz koscher. Und dann sehen die Menschen draußen, ich brauche Hilfe. Und in der Taxe merkt man davon nichts. Toll! Ihr führt mit 12-11 und seid damit im Finale diejenigen, die abwarten können. Was hat das? Weil tatsächlich zum ersten Mal der Olymp als Erstes spielen muss. So, wer soll es werden? Ich muss sagen, wir haben überproportional Thorsten im Finale gehabt. Es wäre ganz schön, wenn der oder diejenige, die ich jetzt auswähle, ja, nicht Thorsten zieht. Es geht um 7.000 Euro. Ich lasse Ihre Frau ziehen. Bitte nicht Thorsten, bitte nicht Thorsten, bitte nicht Thorsten. Nicht gucken. Oh, Professor Dr. Eckhard Freise spielt das Finale. Eckhard, komm runter. So, Eckhard, ach, da kommst du. Ich komme um die Ecke. Auf dem Weg kannst du schon mal überlegen, ob du Silber oder Gold spielen möchtest. Letztes Mal bei Silber habe ich, glaube ich, nicht gut gespielt. Nehmen wir diesmal Gold. Gold. Ja. Dort ist deine Position. Aha. Gold. Oh, ruhig Blut. Immer, und hinten reinreden am besten. 11 Fragen gibt es an Eckhard Freise im Finale. Ich möchte wissen, was für ein Tier ist Shere Khan, Moglis Gegenspieler aus dem Dschungelbuch? Ein Tiger. Das ist richtig. Frage 2. Die Mulde und die Saale münden in welchen Fluss? In die Elbe. Das ist richtig. Aus welchem Land kommt Kamil Stoch, der bei der Vierschanzen... Ja, Entschuldigung. Ja, ist richtig. Cool. Wo wir Zeit sparen können. Ja, eben. Frage 4. Wer war der direkte Vorgänger von Martin Schulz als Bundesvorsitzender der SPD? Das war Sigmar Gabriel. Das bringt man ja alles durcheinander. Da waren ja so viele in kürzester Zeit. Ja. Frage 5. Die Nachbarn der Familie Feuerstein aus der gleichnamigen Fernsehserie heißen Barney und Betty Geröllheimer. Das stimmt! Wir sind bei der 6. Frage. Wie viel Cent sind 10 Euro? 1000. Stimmt. Den Unterarmknochen auf der Seite des kleinen Fingers kennt man im Sprachgebrauch als? Unterarm, Speiche. Nein, das ist die Elle. Ach doch, ich schmeiße immer durcheinander. Ah, aber guck mal, 4 sind ganz fies und klatschen, ne? So. Das ist gut. Wir 6 richtige, es ist jetzt die 8. Frage. Auf welcher Halbkugel der Erde liegt Japan? Auf der nördlichen. Das stimmt.
Frage 9. Auf welcher Autobahn kann man bei Ellund die deutsch-dänische Grenze passieren? Das ist die A7, ne? Das stimmt. Vorletzte Frage, Frage 10. Bei welchem Brettspiel darf man springen, wenn man nur noch 3 Steine auf dem Brett hat? Dame. Nein, bei Mühle. Ach ja, na klar. Ja. So. Dann mach nix. Macht nix. Wir sind bei der letzten Frage. Frage 11. Unter welchem Namen ist der Stuttgarter Zoo bekannt? Wilhelmina. Oh. Nein. Wilhelma, nicht Wilhelmine. Ja. Gut, aber es waren 11 Fragen, 8 richtige. Gut. Gut. Ein Schlüsselheimer. Wisst ihr schon, wer spielt? Nee. Nee? Nee. Überlegt noch ein bisschen, wer spielt. Ihr habt 12 Fragen. Ja, und wir machen eine kurze Pause und dann gibt's das Finale. Vielleicht gewinnt heute das Team hier unten. Mit Sicherheit. Willkommen zurück im Finale, steht mir gegenüber Jörn. Du hast 12 Fragen. Darfst dir 4 Fehler erlauben, dann hättest du einen Gleichstand mit Professor Freise und dann gäbe es eine Entscheidungsfrage. Du hast 5 Sekunden. Die erste Antwort, die du gibst, zählt. Es darf nicht korrigiert werden. Aha. Frage Nummer 1. Am 32. Kalendertag des Jahres beginnt welcher Monat? April. Ach Quatsch. Ja, Februar. Oh Gott. Das ist die Aufregung. Ja, stehen Sie mal hier. Normalerweise lerne ich Texte auswendig. Ganz gut, ganz gut. Ja. Die Fortsetzung welches ABBA-Musicals soll im Sommer 2018 in die Kinos kommen? Mama Mia. Ja! In welchem Bundesland liegen die meisten deutschen Großstädte? Keine Ahnung. Nordrhein-Westfalen. Welche ist die höchste Primzahl zwischen 10 und 20? 4. Zwischen 10 und 20. Mein Gott, habe ich eine Ahnung oder was? Bin 19? Schauspieler. Ja, bin ich, 19. Ich bin beim Privatfernsehen. Das, du bist besser, als du jetzt denkst. Mach dich nicht klein, da ist noch alles drin. Regentag war geraten. Wen schickte die Demokratische Partei 2016 ins Rennen um das US-Präsidentschaftsamt? Hillary Clinton. Jawohl! Die beiden Landessprachen von Zypern sind Griechisch und Französisch. Türkisch. Jetzt die Matchfrage. Die muss sitzen. Ja. Welche Rockband veröffentlichte 2017 das Album Songs of Experience? Limp Bizkit. Nein, U2! Und damit müssen wir mal schnell rechnen. Oh, 6. Das war es. Das war knapp. Ja. Das war echt knapp. Wenn du jetzt die restlichen richtig beantwortet, wäre ein Punkt Unterschied. Ja, und danke dir. Danke. Tut mir leid. Komm. Also, als Führer ins Finale gegangen und dann gewinnt doch der Quiz-Olymp. Kommt ruhig runter zu mir. Das heißt, auch heute gehen wieder 7.000 Euro geteilt durch 10 an 10 Mitspieler. 700 Euro gibt es also für jeden, der gezogen wird. Danke fürs Zuschauen. Das war unser Quiz-Olymp heute. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.